Berlin, du schöne Stadt, in der in jeder Richtung Osten ist. Was meine ich mit diesem Satz? Nun, wir werden es gleich gemeinsam herausfinden. Ich bin Marco von Authentic German Learning und heute reden wir über die deutsche Teilung. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video über die deutsche Geschichte. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Jetzt mach sofort das Video aus. Mach ich. Der heutige Schnelltipp ist ein Zitat. Und mach dir keine Gedanken über die Teile, die du nicht verstehst. Lehne dich zurück und erlaube den Worten, dich zu umspülen, wie Musik. Das war ein Zitat von Mathilda von Roald Dahl, das übrigens verfilmt wurde und es ist ein wunderbarer Film. In diesem Video und weiteren Videos werde ich dir etwas über die deutsche Geschichte erzählen. Ich möchte nicht ins Detail gehen, weil ich dir stattdessen eine flüssige Erzählung bieten möchte. Deshalb werde ich dir auch nicht viele Daten und Jahreszahlen nennen, weil ich mir diese selber kaum merken kann. Fangen wir an. Also, der Zweite Weltkrieg. Der ging von 1939 bis 1945. Und danach haben sich die Siegermächte überlegt, was sie denn mit Deutschland anstellen. Sie haben sich gedacht, wir besetzen Deutschland, damit keine Gefahr mehr von Deutschland ausgeht. Der Zweite Weltkrieg war natürlich eine sehr schreckliche Sache und man wollte verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Die Siegermächte, die Alliierten, das waren die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich, Frankreich und die Sowjetunion. Und die Verlierer, die Achsenmächte waren Deutschland, Österreich, Italien und Japan. Die Alliierten, die vier Siegermächte, USA, Frankreich, Vereinigtes Königreich und die Sowjetunion, entschieden sich dazu, Deutschland in Gebiete einzuteilen und diese Gebiete zu besetzen. Frankreich sollte erst nicht dabei sein, aber dann haben die anderen Siegermächte gesagt, ach, Frankreich, wir lassen dich auch Deutschland besetzen. Kein Problem, kannst du auch machen. Auf jeden Fall haben diese vier Mächte Deutschland besetzt und es gab mehrere Zonen. Einmal haben die Siegermächte Deutschland in vier Teile eingeteilt, sodass jede Siegermacht einen Teil von Deutschland bekam. Sie haben aber auch Berlin noch einmal in vier Teile geteilt. Ja? Und Berlin war eigentlich direkt in dem sowjetischen Sektor. Ja? Berlin war in der sowjetischen Besatzungszone. Aber Berlin selbst wurde nochmal in vier Teile geteilt. Und deswegen der Satz, Berlin, du schöne Stadt, in der in jeder Richtung Osten ist. Denn die sowjetische Besatzungszone galt als der Osten. Ja? Von der Himmelsrichtung her ist die sowjetische Besatzungszone im Osten. Ja? Aber man nennt es der Osten, weil man mit
der Osten, mit dem Osten ein bestimmtes Gebiet bezeichnet, das eben von der Sowjetunion besetzt wurde. Aber Berlin hatte auch Norden, Süden, Westen, Osten und man hat Berlin auch in Ost und West eingeteilt. Ja. Es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich zeige euch zwei Karten. Also das ist einmal Deutschland, ja. So sah Deutschland aus durch die Teilung und so sah Berlin aus. Ja. Und ich zeige euch nochmal Deutschland und ihr seht, dass oben Berlin auch noch einmal geteilt sind. Ja. Es gab mehrere Streitpunkte zwischen den westlichen Mächten, also zwischen den USA, dem Vereinigten Königreich und Frankreich auf der einen Seite und der Sowjetunion auf der anderen Seite im Osten. Ein Streitpunkt waren Reparationen. Die Sowjetunion hat viel im Krieg verloren und wollte ganz viele Reparationen. Und den westlichen Mächten war es wichtiger, dass Deutschland sich wieder aufbauen kann und nicht zu viele Reparationen zahlen muss. Das war ein Streitpunkt. Und natürlich ganz zu schweigen von den politischen Differenzen. Ja. Die Sowjetunion war ein sozialistischer Staat und die westlichen Mächte waren kapitalistische Staaten oder marktwirtschaftliche Staaten. Im Jahre 1949 wurde dann einmal die Bundesrepublik Deutschland, BRD, im Westen gegründet und die Deutsche Demokratische Republik, die DDR, im Osten. Und damit begann der Kalte Krieg. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Und ich bin sehr gespannt auf die Videos, die folgen, denn gerade die Luftbrücke ist ein sehr spannendes Thema. Und ich habe dieses Video unter anderem gemacht, um die Szene zu setzen für die Luftbrücke. Dieses Video gibt dir ein paar Hintergrundinformationen, um später die Ereignisse zu verstehen, die sich während der Luftbrücke zugetragen haben. Ich hoffe, du fandest dieses Video interessant. Es wird noch mehr Videos über die deutsche Geschichte geben. Und wir sehen uns morgen. Tschüss! Eine kleine Bitte zum Schluss. Hat dir dieses Video gefallen? Bist du in Foren unterwegs oder in Facebook-Gruppen oder in anderen Gemeinschaften, in denen es darum geht, Deutsch zu lernen? Nun, mir würde es sehr viel helfen, wenn du in diesen Foren oder Gruppen meine Videos teilen könntest. Ja, also wenn dir dieses Video gefallen hat oder wenn du ein Lieblingsvideo von mir hast und davon sehr viel profitiert hast und mit mir Deutsch lernst, dann fände ich das toll, wenn du sie teilen könntest. Ja, teile sie mit deinen Freunden, teile sie in Gruppen, teile sie in jeder Gemeinschaft von Deutschlernenden, in denen du dich befindest. Wenn du vielleicht zu einem Deutschkurs gehst, ja, dann kannst du auch meine Videos teilen und das fände ich total super, wenn du den Leuten von mir erzählen würdest. Okay? Das würde mir sehr viel helfen und ich wäre dir total dankbar dafür. Danke schon mal im Voraus und wir sehen uns morgen. Tschüss!